ruhig. Das sind sie. Hallo, Kevin. Ich komme gerade vom Grundbuchamt. Ja, das ist eine sehr heiße Spur. Erkläre ich dir später, wenn wir uns sehen. Jungs, wir können gern das Wer-hat-mehr-Zeit-Spiel spielen. Aber da gewinne ich, weil ich Beamtin bin. Gut. Ich sehe hier 2, 3, 1,5. Könnt ihr euch selber zusammenrechnen, ne? Reichlich viel Knast. Nur für den Krempel hier. The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Was ist das hier? Kammernacht? Jetzt weiß ich, wo wir sind. Das war ja früher ein Swingerclub. Ja? Früher. Tango ist Sex auf der Tanzfläche. Bescheuert, was haben wir denn hier zu tun hier? So eine Kacke! Ich kenne die Frau nicht. Wie oft denn noch? Nie gesehen. Oh, was ist denn? Also, na, wo wollen wir denn hin?
Kriminaldirektor Peter, guten Abend. Flügel, ja? Jawohl, die Flügel. Material Fichte, Farbe Fichte. Fichte, ist das was Besonderes? Sag mal, das ist doch die Welt. Wie sieht die denn aus? Hallo, Klaus. Johannes. Das glaub ich immer. Zeugen? Ungefähr 70. Herr und Frau Wilz? Kriminaldirektor Pedel. Schön. Och. Ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit. Für mich sind Sie der beste Fallanalytiker, den wir haben. Danke. Offenbar sind Sie ja Insider. Kennen Sie sich aus, meine ich. Lassen wir es doch einfach so, wie es ist. Sie übernehmen den Fall. Missverständnis. Wir arbeiten nicht zusammen. Jetzt gebe ich Ihnen die Erlaubnis. Sie kriegen von mir, was Sie wollen. Hauptsache, diese Sauerei wird schnell aufgeklärt. Und ziehen Sie sich was anderes an, ja? Ach, das hat nichts. Das ist nur bei... Zeitfenster zwischen Anlieferung des Flügels und dem Auffinden ist 7 Stunden groß. Und angeblich waren alle Ein- und Ausgänge abgeschlossen. Die Zeugenvernehmung wird etwas dauern, also fangen wir mal gleich an. Ja. Wie viele Leute kriegen wir für unser Team? So viele wir wollen, inklusive großen neuen Büro. Peter ist großzügig. Nur weil er ein Fan von deinem Mann ist. Wir sollten öfters mit ihm arbeiten. So, wo geht's lang? Hier? Bist du sicher? 104. Was weiß ich denn? Naja, ziemlich peinliche Situation. Die Hälfte der Kollegen war da. Du sag mal, aber ihr hattet da schon einen Ansatz, oder? Also, weil ihr da wart, meine ich. Privat geht man nur auf solche Partys, wenn einem sonst nichts mehr einfällt, um den Ehestaub aus den Ritzen zu pusten. Es gibt keinen Ansatz und keine Spur, okay? Klar. Die Obduktion ist fertig. Sehr gut. Todesursache ist Strangulation mittels eines Stromkabels. Mhm. Sonst irgendwas Spannendes? Kann man so sagen. Seite 3. Diane, rufen Sie eine Rechtsmedizin an. Mhm. Ach, und in der Mordkommission. Diesen Fall bearbeite ich, also wir, zusammen mit meiner Frau. Freut mich für Sie. Alter, 22 bis 24 Jahre, Nationalität, anhand des Zahnstatus vermutlich Mitteleuropa. Liegezeit? Keine 3 Stunden. Fundort ist keinesfalls der Tatort. Sie lag in einem Klavier. Keine weiteren Verletzungen, wie ich sehe? Nein, aber seht euch das mal an. Das Opfer ist eine Ehe. Hm? Es wurde eine Angleichungs-OP durchgeführt. Ernsthaft? Die war früher mal ein Mann? Ja, und es ist wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Keinesfalls Rumänien, ich tippe auf Thailand. Ja, unmittelbar vor dem Exitus vollzogener Beischlaf mit mindestens 3 verschiedenen Partnern. Alles klar. Klärst du mich auf? Also, von der Frohmstraße bis da hinten stehen die Transen und alles, was so dazwischen ist. Mit Strangulation mittels eines Kabels ist jetzt nichts, was man einfach so im Vorbeigehen machen kann, ohne gesehen zu werden. Aber hier hat der Täter sie sich geholt. Und was dann? Wo ist er mit dir hin? Heiko,
Für ein Täterprofil habe ich noch viel zu wenig Informationen. Gut, geht schon mal rein. Ich frage hier mal rum. Hey, Dolores. Hey. Hast du eine Minute für mich? Was habe ich denn der Mordkommission zu erzählen? Das ist interessant, oder? Die meisten Männer, die mit Transgender-Menschen schlafen, sind nicht schwul. Das ist das, was sie ihren Frauen erzählen? Nein, wirklich. Und wieso? Ich meine, wenn ich eine Wurst essen will, dann nehme ich doch auch keine Banane, nur weil die so ähnlich aussieht. Psychologisch sehr interessant. Die Angst vor dem männlichen Körper, gleichzeitig diese unstillbare Neugier. Interessant auch, wie sie jetzt gerade auf Wurst gekommen sind. Wir wollten reingehen, ne? Und wir sagen ja alle du. Hallo. Kollegin? Mitbewerberin. War sie gestern hier? Also ich hatte eine holländische Reisegruppe. Ich war erst gegen 10 wieder da. Aber René, der hat da drüben seinen Kindergeburtstag veranstaltet. Die exotische Tango-Nacht. Verkleiden und Vögeln. Ja, da hat er ein paar Mädels gebucht. Für die gute Stimmung. Die sollte da arbeiten. Mhm. Wann ist denn der Flügel gestimmt worden? Nachmittag irgendwann, als er geliefert wurde. Und dann? Wer hatte dann Zutritt? Die Spedition, der Caterer und der Brandschutztyp. Brandschutz? Ja, der vom Brandschutz. Der musste die Abnahme machen wegen dem Umbau. Ab 18 Uhr habe ich da vorne alles vorbereitet. War ihm hektisch. Aber wenn da jemand mit einer Leiche über die Schulter an ihn vorbeimarschiert wäre, das hätten sie schon mitbekommen, ja? Ja. Naja, so blöd ist die Frage von Herrn Lukowski nicht. Das schränkt den Kreis der Verdächtigen nämlich auf die Mitarbeiter ein. Also, auf Sie. Die haben mir gerade die Miete erhöht. Hab hier investiert in den Laden. Da lege ich eine Leiche ins Klavier. Zur Werbung? Ihr tickt doch nicht richtig. Hey. Sie kannten die Tote. Sie haben sie gebucht für den Abend. Ja, vielleicht. Und dann? Dann war sie tot. Reicht mir nicht. Mitnehmen. Na komm. Betrug, Steuerhinterziehung, Nötigung, zweimal Körperverletzung. Und beide Opfer waren Huren. Eine vor 3 Jahren und die andere vor 2. Ich bin Eventveranstalter und hab dafür zu sorgen, dass Miezen sich nicht reinschleichen und bei mir anschaffen gehen. Wir reden hier aber nicht über Hausverbote. Wir reden über ein gebrochenes Jochbein und eine ausgekugelte Schulter. Die sind eben frech geworden. Ja, und sie gewalttätig. Und das Ganze ist umso interessanter, weil sie jetzt hier extra Huren gebucht haben. Ich wollte, dass die Neueröffnung der absolute Knaller wird. Tango ist der neue heiße Scheiß. Da muss ich zusehen, dass alle auf ihre Kosten kommen. Wie viele? 5. Alles Frauen? Nee, Einhörner. Sie war ein operierter Herr. Und da sind sie wieder sauer geworden, wie das für ihre Art ist. Ich hau doch keine Nutten tot. Denken Sie noch mal drüber nach. Steffe. Hey. Du, der Klaviertransport war zum Tatzeitpunkt schon in der Staatsoper. Völlig seriöse Firma, alles sauber. Aber eine Brandschutzabnahme, die hat's nie gegeben. Also entweder der Clubbesitzer liegt auf die ganz blöde Art. Oh, das war jemand da, der sich nur als Brandschutz ausgegeben hat. Mhm, das passt schon eher. Unser Täter ist organisiert, der überlässt nichts dem Zufall. Der möchte, dass sein Werk gesehen wird. Es geht um Show, es geht um Wirkung. Der Körper wurde hergerichtet. Guck doch mal. Der liegt da wie so ein Engel. Hm? Wunderschön, oder? Die Mordmethode dagegen ist so lieblos. So unnötig gewaltsam. So eine Inszenierung und dann ein Stromkabel. Wo doch schon ein Flügel da war. Ich hätte sie mit einer Klavierseite stranguliert. Das hätte, wie soll ich sagen, das hätte Poesie. In dieses Profil passt der Clubbesitzer irgendwie nicht. Das kannst du sehen von da. Vom Schreibtisch. Ich habe mit dem Arschloch gesprochen. Ja, jeder irrt sich mal.
Auch du. Kevin, gehst du schon mal vor, bitte? Wenn du mich nicht dabei haben willst, dann sag's doch. Ich will dich nicht dabei haben. Ja. Ah, Tasche. Sie holen die Flaschen ab aus Raum 104? Kohle-Shop. Ich bringe neue. Du bist gut. Ja, sehr gut. Am Schreibtisch der Beste. Keiner wühlt besser im Seelenmüll von Leuten. Aber gerade sind wir auf der Straße und das ist meine Welt. Da bin ich die Beste. Ja. Wir brauchen aber gar nicht weiter diskutieren. Pede besteht darauf, dass wir diesmal zusammenarbeiten. Dann müssen wir uns aber was überlegen, weil so funktioniert's nicht. Es ist doch nur dieses eine Mal. Vielleicht ist das schon einmal zu viel. Es gefällt mir aber gerade ganz gut, dass wir wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Privat. Super. Sowas wie gestern, tanzen. Gerne. Mhm. Hat dir so gefallen, ja? Das Tanzen, ja. Mhm. Ich wusste auch wirklich nicht, was für eine Art Club das ist. Ehrlich. Jetzt hör auf abzulenken. Wir reden gerade über Berufliches. Mhm. Und du hast ganz genau gewusst, was da auf dem Bett neben der Tanzfläche passiert. Hat dir irgendwas gefallen? Kommst du drauf, dass mir sowas gefällt? Hm? Wirklich nein. Hey, go. Hallo. Hallo. Tachchen. Gesperrt. In der Zeit hat er 10 Leichen da reinschleppen können. Ich glaube, ja, das hat er sich ausgedacht. Leute, wer denkt sich denn sowas aus? Hm? Jemand, der einen Sündenbock braucht. Was soll ich da machen, wenn ich nicht mehr weiß, wie er aussah? Arbeitskittel, Basecap, mittelgroß, mittelalt. Entweder sie haben den Mord selber begangen oder sie decken den Täter. A oder B. Am Körper gibt es 118 Nervenknoten, die alle unheimlich wehtun können. Deswegen nennt man sie Schmerzpunkte. Die besten sind Knie, Nase, Hals, Ohren und die Genitalien. Mit der 30 Glatze. Irgendwie gruselig. Der hat mächtig Angst. Und leider nicht vor uns. Ja, könnte irgendeine Schutzgeldgeschichte sein. Oder ein fauler Kredit bei den falschen Leuten. Vielleicht hat ihm jemand die Leiche als Warnung geschickt und es hat das Schiss, dass er als nächstes im Klavier liegt. Wobei, bei der Friese will ich freiwillig ins Klavier steigen. Eines Tages, Chef, wird dich dein Kubotan in den Knast bringen. Schönen Feierabend. Gleichfalls. Klugscheißer. Das ist jetzt so wichtig, dass ich das Finale vom König der Löwen nicht mehr sehe, ja? Verzeihung, aber wir dachten, dass Sie das sehen sollten. Und sonst vielleicht keiner. Dieser Zettel war an der Leiche befestigt. Richtig. Völlig richtig, weitermachen. Ja, Chef, was vermerken wir da? Fürs Protokoll, es existiert keine Botschaft.
Geht gut aus. Am Ende wird er der neue König. Der Löwe. Deswegen heißt das Musical so. Das ist der Betreiber vom Tango-Bums-Teil in der Potsdamer. Schuldet er euch zufällig Geld? Den bockt doch keiner mehr Geld. Nee. Mike, was passiert da in eurem Revier? In unserem Revier? Also, ich höre und sehe hier auch nicht mehr alles. Bin älter geworden. Naja, und mein Aktionsradius ist ja auch nicht mehr so groß. Seit wann trägst du nur eine Fußfessel? War im Angebot. Ist dein Sohn da? Das war. Aber den Junkies und Nutten, da stirbt da andauernd jemand. Er wirkt in einem Konzertflügel? Ja, so Überdosis und Selbstmord. Da werden wir bei der Klaviersache was hören, ich melde mich. Ja. Gut. Wo sind denn alle? Außendienst? Fährt ja kaum noch einer. Ich hab da schon lange keinen Bock mehr drauf. Klima und Heizung ist viel besser bei diesem Scheißwetter. Verstehe ich. Nur mein Vater und die anderen alten Säcke, die stehen noch auf diesen Easy Rider-Scheiß. Ich bin Geschäftsmann. Geh mit der Zeit. Mit Mike lief's immer gut. Ich mach was für ihn und er für mich. Familie muss zusammenhalten. Ja. Ich will nur sicher gehen, dass sich daran nichts ändert. Wäre ich der neue Vizepräsident, wenn der Alte mir nicht trauen würde? Sieht zwar nicht so aus, ist aber mein Büro hier.
Diane Springer, LKA. Persönliche Assistentin von Herrn Wilz. Das ist also unser Büro. Ich gehöre zum Team. Gibt's Neuigkeiten? Ja. Kann ich mal sehen? Nein. Du musst jetzt aber nicht warten, bis unsere beiden Chefs hier sind, oder? Natürlich. Was macht man so als persönliche Assistentin? Briefe, Telefon? Recherche, hauptsächlich. Es gab letzte Nacht eine Leiche an der Bahntrasse, nicht weit weg vom anderen Tatort. Geht's darum? Gibt's eine Verbindung? Herr... Kevin, wir duzen uns hier. Herr Wilz und ich nicht. Ein Wasser vielleicht, Frau Springer. Nein, danke, aber ich würde einen Tee nehmen. Ich weiß, Pede. Es ist gut zu wissen, dass Sie hinter mir stehen. Hinter im Sinne von Hintergrund. Da verstehen wir uns schon richtig, nicht wahr? Aber ich fasse mal kurz zusammen, dass wir diese Entscheidung gemeinsam tragen. Nicht nur der Vollständigkeit halber. Das ist für einen wie mich immer leicht gesagt. Ich meine, Sie stehen ja da vorne. Sie halten Ihren Kopf hin. Ja. Wie geht es eigentlich Ihrer Frau? Das gefällt ihr doch sicher gut, dass Sie jetzt so viel für Ihre Kondi tun. Ja, ja, ja. Das müsste ich ja auch mal wieder. Nur damit, wir sollten da untereinander völlig klar sein. Die Verantwortung... Ach, kommen Sie doch bei Gelegenheit mal wieder zum Essen vorbei. Hm? Ja. Können Sie sich auf mich verlassen? Ich weiß, Pede. Wir sind doch ein Team. Morgen. Morgen, Herr Wilz. Gut, dass Sie es noch geschafft haben. War das der Innensenator? Tut jetzt nichts zur Sache. Hopp, hopp. Aber ich habe ihn doch erkannt. Ich meine... Sie müssen Ihren Rhythmus finden, Herr Wilz. Oh. Und die Schuhe. Mit Lederschuhen ist es viel zu rutschig. Kein Grip. Okay, worum geht's denn? Um etwas, das Ihnen der Mann gesagt hat, der vielleicht... der Innensenator ist? Ich mag Ihren Humor, Herr Wilz. Also, Staatsgast in Berlin, stellvertretender Wirtschaftsminister von Estland. Und ich muss zu seinem Schutz ein paar Teams von anderen Fällen abziehen. Vorübergehen. Sie und Ihre Leute werden Moment, also... Entschuldigung, aber Personenschutz ist jetzt wirklich nicht mein Fachgebiet. Ist nur für ein paar Tage. Ich hab doch schon einen Fall. Wir können die Ermittlungen auch nicht einfach so unterbrechen. Der Schutz unserer Staatsgäste liegt mir sehr am Herzen, Herr Wilz. Und auch dem Innensenator übrigens. Ja, was mache ich denn bei den Personenschützern? Ich meine, genauso gut hätten Sie mich auch fragen können, ob ich für Ihren Sohn zum Geburtstag 200 Luftballons aufblase. Ja, das hätte ich auch fragen können. Tagen so gegen Nachmittag, da war ein Typ vom Brandschutz auf dem Hof, um den Club zu überprüfen. Ja, ein Transporter war der grün. Nummernschild hat man nicht gemerkt. Aber den Fahrer haben Sie vielleicht gesehen? Zwei Kerle waren das. Der eine hatte viele Haare, der andere wenig. Ende 30. Glatze? Gruselig? Ja, Glatzen finde ich schon gruselig. Tor unterm Club, war das offen oder hatten die einen Schlüssel? Na, von mir nicht. Aber die Hausverwaltung hat doch sicher eine Liste mit den Schlüsseln. Wissen Sie, der Kasten ist verkauft. Da weiß ich nicht, wer da nur zuständig ist. Hier wird ja alles verkauft. In 5 Jahren sieht es aus wie im Prenzlauer Berg. Da sind mir die Nutten und die Junkies lieber als die ganzen Schwaben mit den Kinderwagen, ehrlich. Ja. Haben Sie Kinder? Danke erstmal.
machst du hier? Alles okay. Bist du schon hier? Ich bin von der Polizei. Und für das Ding, da gibt's Knast. Also seid mal schön friedlich und geht woanders spielen, okay? Scheiß auf euch, Bullen! Verpisst euch! Oh, nee, danke. Wieder Tuxen. Yvonne Witz. Und bevor Sie den Witz machen, so wie ich, heiße auch ein schwedisches Regal. Was besonders peinlich ist, weil ich Däne bin. Okay. Ich hatte einen Witz im Kopf über die Art, wie Sie einpacken. Ja. Ich habe zufällig gesehen, wie Ihnen diese beiden Pissemilder gefolgt sind. Sorry, beim Flug rutsche ich immer noch in meine Muttersprache. Das ist international. Ja. Recht. Ich weiß nicht, wo wollen Sie hin? Polizei oder ein Arzt? Nein, danke, es geht. Aber falls ich die beiden Kerle doch anzeigen möchte, wäre es gut, einen Zeugen zu haben. Also müsste ich wissen, wie ich sie erreichen kann. Was soll ich gerade sagen? Danke. Und Ihre Nummer? Hallo. Ich habe gerade die neuen Ergebnisse aus der KTU bekommen. Das Kabel aus dem Flügel ist letzte Nacht wieder benutzt worden. Mhm. Am Bülowbogen. Moment mal, so läuft das nicht. Mal Teamarbeit googeln, okay? Es gibt kein Team mehr. Wir sind offiziell abgezogen. Für eine Woche. Personenschutz für einen ausländischen Staatsgast. Den stellvertretenden Wirtschaftsminister von Island. Und das ist wichtiger als ein Killer, der gerade seine zweite Leiche gebastelt hat. Gibt den Kerl mit der Glatze wirklich. Und an der Potsdamer treibt sich ein Arabergang rum, der hab ich da noch nie gesehen. Genau die Sorte, vor der der Clubbesitzer so Schiss haben könnte. Da läuft was richtig Fettes. Leute? Eine Woche. Seit wann gibt's bei Mordermittlungen eine Woche Pause? Staatsgast beschützen ist doch nur ein Vorwand, weil die nicht die Akte schreiben können, dass sie uns anscheißen. Kaltstellen. Zufall ist es jedenfalls nicht. Es gibt keine Zufälle. Trotzdem, ich wäre da vorsichtig. Wir wollen doch hier keine Verschwörungstheorie konstruieren. Eine, die, wenn man das ernst nimmt, bis rauf zum Innenminister gehen müsste. Ja, aber das ist doch das Geile an Verschwörungen. Dass sie fett und unheimlich sind. Wie geht's denn jetzt weiter? Wir lassen unseren Job beim Personenschutz von Kollegen machen, die uns noch einen Gefallen schulden. Und ermitteln in unserem Fall weiter. Kriegt der Chef doch mit. Hast du sie mal gefragt, ob sie mich mag? Oh, der ist ja niedlich. Ja. Ich bin allergisch. Na du, wie heißt denn du? Albert. Also, eigentlich Albert Fisch. Fisch? Wie kannte man einen Hund, der hieß Katze? Das war ja irgendwie noch ganz lustig. Aber wieso denn Fisch? Robert Fisch war ein Massenmörder in den USA in den 30er Jahren. Und er hat über 100 Menschen getötet und gequält und aufgefressen, ne? Soll ich raten? Du hast den Namen ausgesucht, ne? Mhm. Ich muss bei meinem Profil noch einige Details bezüglich der sexuellen Präferenz streichen. Oder besser gesagt, modifizieren. Und den Umstand mit einbeziehen, dass die Leichenablage diesmal noch öffentlicher erfolgt ist. Wir müssen also davon ausgehen, dass der oder möglicherweise auch die Täter ihre Hemmungen verlieren. Dass sie sich unverwundbar fühlen und dass sie es wieder tun werden. Auswahl ist reichlich, wenn man das Opferschema deutet. Angehörige von sozialen Randgruppen. Und die Randgruppen haben Augen.
Irgendjemand muss den glatzköpfigen Killer gesehen haben. Ich dachte, es ist besser, wenn ich mitkomme. Das ist nicht deine Baustelle, dich mit Leuten in Hinterhöfen zu schlagen. Ja, natürlich. Dann kann es mir egal sein. Wenn meine Frau eins über den Schädel bekommt, kann ich schön meine Füße weiter und dann Schreibtisch stecken. Sorry, Yvonne. Aber die Art von Mann hast du nicht geheiratet. Ja! Was? Arbeiten. Komm. Also, ein paar kannten den Junkie vom Bülowbogen, nannte sich Tim und war seit circa 2 Jahren drauf. Hat er sich prostituiert? Nee, zu hässlich. Kleine Diebstähle, Betteln, so Zeugs. Also keine Verbindung. Muss aber. Ich würde gerne noch mal nachfragen. Kevin hat hier seine Connections, ja? Mit dem reden Sie. Das wollen wir doch mal sehen. Entschuldigung. Hallo? Können Sie mich verstehen? Entschuldigung? Was brauchst du denn? Entschuldigung, ich will... Leute. Auto! Kevin, Mann, wir haben keine Zeit für so eine Scheiße! Kriegt er eh nicht, wa? So, wir sind festgenommen wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Blödheit. Alter, das Scheißteil hört man doch kaum, also lebensgefährlich, Mann. Sauber fest, aber sauber Umwelt, ne? Oh, nee. Wir sehen uns später. Ich dachte, es ist ein geiles Navi und nicht euer Polizeifunk. Ja, jetzt weißt du es. Kannst du mich nach Hause fahren? Ich bring dich zu den Kollegen vom Diebstahl. Ja, echt jetzt? Du kennst unseren Deal, Vito. Du, mein Lieber, ich muss mich entschuldigen für das, was ich vorhin über dich gesagt habe. Was denn? Nicht laut. Ich hab's nicht laut gesagt. Selbstverständlich, Herr Peter. Wir bereiten alles für den Personenschutz vor. Herr und Frau Wild sind in einem Meeting. Ja, Strategie. Wir halten Sie natürlich über jeden unserer Schritte auf dem Laufenden. Hallo? Wer ist da?
Dolores! Hey. Na, Schnucki, wie läuft's? Macht so langsam keinen Spaß mehr. Hat's immer Spaß gemacht? Nee. Sag mal, ist dir jetzt so wie mal so ein Glatzkopf aufgefallen? Ja, das ist ja wirklich eine super Beschreibung. Grüner Transporter. War neulich in Renés Club. Frag René. Aber der Club ist ja jetzt wohl endgültig zu, wa? Ich würde mal sagen, in Kürze kommt da ein Biomarkt rein. Dank dir, Schatz. Das war Dolores. Du hast mich gar nicht vorgestellt. Du, wenn du sie kennenlernen willst, ab 50 Euro bist du dabei. Nix, sind gerade eben gekommen. Okay, lass uns gehen. Wir können nur weitermachen, wenn Peter uns nicht erwischt. Aber drei Leichen, das ändert doch alles. Ich meine, da muss Peter doch. Wir haben keine Ahnung, was Peter muss oder nicht. Mein Bernster vor die Tür kackt. Geht es raus. Unsere Jungs sind überall, du kannst dich auf mich verlassen. Hey, du bist mein Sohn. Lass dir was einfallen. Wie soll ich dir eigentlich recht machen, wenn du mir nie eine Chance lässt? Ungeklärten Leichenfund. Vielleicht ist das auch nur ein Ablenkungsmanöver, um eine Massenpanik zu vermeiden, bis wir die Täter haben. Immerhin haben wir beide mal wieder gleichzeitig Feierabend. Jetzt darauf? Auch wenn man keine eigenen Vorbilder hat, also Rollenvorbilder, dann entwickelt man eigene Muster. Wir können gerne über dieses Problem sprechen, wenn deine Eltern nicht mehr alle drei Monate nachfragen, wie wir das Enkelproblem gelöst haben. Du hast unterbewusste Ängste, weil du keine Familie hast. Das ist wie nach Lehrbuch. Albert, komm. Hallo? Herr Tuxen, hallo. Okay. Gut, dann komme ich später vorbei. Was haben Sie denn für mich? Tschüss. Guten Morgen.
Ich habe heute Nacht nachgedacht. Und ich glaube, ich weiß jetzt, was los ist. Gang Wars. Der Potsdamer Kiez. Da handelt jeder mit allem. Die Russen mit Frauen, Araber mit Waffen. Die Asiaten kassieren Schutzgeld und die Rocker haben die Drogen im Angebot. Und das ändert sich auch alle paar Monate. Das ist kein Revier für eine Gang, das ist, naja, wie soll ich sagen, wie so eine Art Marktplatz eben. Korallenriffe funktionieren so. Jedes Tierchen hat seine Aufgabe und dadurch funktioniert das ganze System. In Korallenriffen gibt es ein sehr, sehr empfindliches Gleichgewicht. Wenn da auch nur eine Spezies ausstirbt oder eine andere sich zu stark vermehrt, dann geht alles den Bach runter. Und jetzt gibt es da aber einen sehr hungrigen und sehr gefährlichen Raubfisch. Der will alle anderen fressen. Das endet im Chaos. Keiner von den Leuten, die da Geld verdienen, würden sich einfach so fressen lassen. Ja, aber es passt alles. Der Raubfisch, also die Täter suchen die Öffentlichkeit, um dadurch ihre Macht zu demonstrieren. Und gleichzeitig legen sie aber mit dem Kabel selbst eine Spur, die jeder Schimpanse finden muss. Und deswegen sind wir auch abgezogen worden, weil die Sache zu groß ist für uns. Politische Dimension. Ja. Was machen wir jetzt? Der uns abgezogen hat, der weiß auch warum. Peter? Wissen Sie, dass ich früher mal hatte ich noch ein paar Pfund mehr auf den Rippen. Neben dem Studium als Sanitäter gearbeitet habe. Ich war Anfang 20, hatte keine Ahnung von nix. Und dann gleich der erste Einsatz und gleich eine Bierzeltschlägerei. Ich also sofort los, denn da lag schon einer, blutete am Kopf. Mein Chef, ein altgedienter Sanni, packt mich an der Schulter und hält mich fest. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, Junge, wir gehen erst rein, wenn alle liegen. Er trug die Verantwortung. Und er wusste, dass ich sonst auch auf die Mütze bekommen würde. Er hat mich geschützt. Und das ist die Antwort? Das ist die Antwort. Was ist mit deiner Fußfessel? Steig gefälligst aus, wenn du mit mir redest. Ja, warum rufst du nicht einfach an? Weil ich guck dir gerne in die Augen. Dann weiß ich, wann du lügst. Mann, also wirklich. Sag mal, kann das sein, dass du zufällig einen Krieg an der Potsdamer anzettelst? Aber traust du mich nicht mehr? Also kein Krieg. Keine Probleme mit den Kunden, die abhauen? Polizei? Ich regel das alles so, wie das geregelt werden muss, auf meine Art. Ah. Ja, auf die einzig richtige Art. Ich warne dich. Unser Club kann nicht geführt werden von einem Mann, der sich nicht frei bewegen kann. Nicht ohne, dass bei den Bullen sofort die rote Lampe angeht. Du weißt aber noch, mit wem du redest, ja, du kleiner Scheißer. Ich bin dein Vater. Ich bin der Präsident vom Club. Die Typen, die mich angegriffen haben, waren auf jeden Fall Araber. Und was auch immer die hier machen, irgendwann machen sie Pause. Und hocken sich in ein arabisches Café. Ja. Und die klappern wir alle ab.
Wie lange kann das schon dauern? Wenn jeder 30 schafft, sind wir am Abend fertig, ne? Ich muss erstmal hier rein. Zeugenvernehmung. Hier. Frag nicht. Ah, ich frag ja gar nicht. Hier wohnen Sie. Für eine Person ein klein wenig zu groß, oder? Unsere Firma gehört das Apartment. Ich nütze es, wenn ich in Berlin bin. In welcher Branche arbeiten Sie? Urban Development, könnte man sagen. Entschließungen, Konzepte. Alles, womit man in großen Städten großes Geld verdienen kann. Und warum haben Sie mich angerufen? Lassen Sie mich so anfangen. Ich habe ja geschäftlich viel in der Gegend zu tun, wo man Sie überfallen hat. Und da laufen diese Schlägertypen immer noch rum. Ja, das werde ich ändern. Respekt bekommt man nicht geschenkt. Respekt muss man sich holen. Und das tut die deutsche Polizei nicht. Ich bin bei der Polizei. Ich weiß. Verraten Sie mir, was da vorgeht. Sind Leute umgekommen, habe ich gehört. Ziemlich unappetitlich. Geht es darum? Ja. Und jetzt wüsste ich gern, was Sie mir erzählen wollen. Ich habe mich umgehört. Leider nichts Konkretes. Nur, dass ich mir jetzt sicher bin, dass ich die beiden Schläger schon oft dort gesehen habe. Immer zu zweit. Ja, ich weiß, dass das nicht hilft. Aber ich mache mir Sorgen um Sie und ich wollte Sie wiedersehen. So flirten also die Ideen? Gefällt es Ihnen? Sind Sie sehr mutig oder sehr naiv? Sie wissen ja nicht, ob ich vielleicht verheiratet bin oder so. Jeder Mensch, den man kennenlernt, bringt seine Geschichte mit. Ich bin Däne, das ist mein Problem. Und falls Sie verheiratet sind? Na? Oh, na? Pause schon zu Ende? Ey, harte Ermittlungsarbeit. Mhm. Klar, mit Schirmchen im Drink, das volle Programm. Bei dir? Dreimal nichts bis jetzt. Ein Hinweis, dass wir hier mal nachsehen sollen. Dann machen wir das. Ich weiß es nicht. Da habe ich aber was anderes gehört. Zwei Typen. Landsleute von dir. Kapuzenshirts, breit, brutal, bescheuert. Klingt nach deinen Stammkunden. Schwer. Ich lass deine Steuern prüfen, deine Beihilfen vom Jobcenter, deine Notausgänge, deine Bücher und dann ist der gemütliche Schuppen hier zu. Hast du verstanden? Ja, ja. Probleme? Was machst du hier? Sag deinem Vater, dass ich Informationen brauche und kein Kindermädchen. Wir machen, was wir können. Aber die Penner sind echt schlecht zu finden. Und die sind tödlich. Es wäre besser, wenn du uns erstmal alleine machen lässt. Das ist nett. Aber leider nicht drin. Jetzt lass mich meine Arbeit machen. Wo waren wir? Also, ich weiß es nicht. Das ist die Wahrheit. Ja. Mein Opa war Dimitri Alexandrow. Polizei! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das sind Sie.
Hallo, Kevin. Ich komme gerade vom Grundbuchamt. Ja, das ist eine sehr heiße Spur. Erkläre ich dir später, wenn wir uns sehen. Jungs, wir können gern das Wer hat mehr Zeitspiel spielen. Aber da gewinne ich, weil ich Beamtin bin. Gut. Ich sehe hier. Zwei. Drei. Anderthalb. Könnt ihr euch selber zusammenrechnen, ne? Reichlich viel Knast. Nur für den Krempel hier. Sagt Ihnen Lars Limited etwas? Vielleicht. Im Grundbuchamt, da komme ich gerade her, steht, dass diese Firma Ihr neuer Vermieter ist. Also, war. Sie sind jetzt heraus. Es kommt ja vor, dass so ein neuer Eigentümer seine alten Mieter loswerden will, um ein bisschen mehr Netto-Rendite zu erzielen. Wollte man sie loswerden? Es ist vorbei, der Club existiert nicht mehr. Was hat man Ihnen angeboten? Geld? Oder Ärger? Schade, ich dachte, Sie wollen hier raus. Ich bin noch am Leben und so soll es auch bleiben. Sie sind entmietet worden. Reicht, wenn Sie nicken. Wer hat euch geschickt? Ist der Vernehmungsraum nebenan? Nicht rübergehen. Sie arbeitet. Ist ja wohl meine Entscheidung. Wenn sie gerade dabei ist, dann mag sie das gar nicht. Yvonne ist meine Frau. Ich werde wohl wissen, was sie mag. Ein letztes Mal. Wer hat euch geschickt? Welches Zimmer? Hallo! Ich bin Heiko Wilz vom LKA. Die Vorstellungsrunde hatten wir schon. Wissen Sie, was ein Fallanalytiker ist? Nebenan hört und sieht man ganz toll. Ganz lieb, aber nein. Denkst du, ich hab das verlernt? Ich war ein Jahr lang beim FBI. Du trägst das Ding immer noch? Bringt mir Glück. Mann, das Ding hat's hinter sich. Wieso? Unterm Hemd geht's auch noch, oder? So, Jungs, dann erkläre ich euch jetzt mal, was ein Fallanalytiker tut. Das ist nämlich so eine Art Psychobulle. Das bedeutet, dass ich in eure Köpfe reinsehen kann. Hm. Ich zeig's euch. Ihr arbeitet für die Laws Limited. Der Häuserblock zwischen Pol und Kurfürstenstraße gehört denen seit einem Jahr und ihr sorgt dafür Ordnung. Scheiße, Alter. Kleines, perverses Fellbündel. Einer muss sich mal erziehen, auch wenn du Kindersatz bist.
sind wir auch ganz alleine. Und warum schickt eine Immobilienfirma deiner Meinung nach einen Killer los? Krähen. Krähen. Ich habe vorhin welche beobachtet. Und dabei ist mir eingefallen, was mein Opa auf seinem Hof immer gemacht hat, wenn die Krähen die Saat vernichten wollten. Gift? Eine töten und dann aufhängen. Schreckt den Rest ab. Stöck? Ja. Ist nur, weil deine Assistentin, die meldet sich nicht mehr. Im Haus geht auch niemand dran. Mach mir langsam ein bisschen Sorgen. Die Gästetoilette. Du wolltest die Tür vor 4 Wochen reparieren. Das steht auf der Liste. Ach, Kevin, fahren Sie bitte hin. Ich fürchte, Diane hat sich im Gäste-WC eingeschlossen. Ja, man kommt rein, aber nicht wieder raus. Frau Springer! Die Rettung naht! Und Hände waschen nicht vergessen. Na, du Fisch. Jane? Jane? Klingt doch viel besser als Frau Springer. Ich nenne dich jetzt einfach mal so. Diane? Kevin! Er ist noch da. Wer? Nein, 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 du bleibst hier, du bleibst hier! Schuhaschenputtel. Diese Laws Limited hat also den kompletten Block zwischen Pol und Kurfürstenstraße gekauft. Aber damit lässt sich nur Verlust machen, eigentlich. Die Lage ist fantastisch, nur der Kiez eben nicht. Und deswegen versuchen die Noten-Junkies und Obdachlosen zu vertreiben, um die Nachbarschaft aufzuwerten? Möglich. Die Firma hat ihre Zentrale in Kopenhagen. Die operieren weltweit extrem erfolgreich. Dänemark. Ja, Laws bedeutet irgendwie Schloss oder so. Die machen mit Immobilien einen Jahresumsatz von 17 Milliarden. Der Clubbesitzer hat auch zugegeben, dass er entmietet worden ist. Es ist bisher das einzige Szenario, in das alle drei Leichen passen würden. Und unser Chef hat mir erzählt, dass die Sache groß und gefährlich genug ist, um alle Beamten aus dem Kiez vorübergehend abzuziehen. Mit Zustimmung des Polizeipräsidenten und des Innensenators. Wir fahren zum Potsdamer Platz. Was machen wir da? Reden mit einem Dänen. Wie laufen die Ermittlungen? Schon alle Bösen geschnappt? Wir haben 2 Verdächtige festgenommen. Nur leider steht jetzt Aussage gegen Aussage. Herr Wills, übrigens. Guten Tag. Hätten Sie kurz Zeit? Es wäre wirklich großartig. Und würde uns sehr helfen, wenn Sie mit einer Gegenüberstellung einverstanden wären. Ich gehe da mal nach nebenan und bereite alles vor. Ja. Setzen Sie sich, bitte. Erklären Sie mir was. Wie die Gegenüberstellung abläuft? Oder ob ich meinem Mann treu bin? Wie hat er das gemacht? Eine Frau wie Sie, Robert. Sogar sehen. Ich verstehe. Sie können mich immer anrufen, falls ich Ihnen hochreden möchte.
Was passiert hier gerade? Ja, wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Wenn es Probleme mit den Augen gibt, dann können wir auch noch nebenan gehen. Mann, okay. Der hat uns den Auftrag gegeben. Mit den Häusern und so. Als was? Als Hausmeister? Security. Und der kann uns echt nicht sehen, ja? Herr Duxen. Ja. Sie sind festgenommen wegen Anstiftung zum Morden an drei Menschen. Und weil Sie dabei Hilfe hatten, machen wir gleich noch Verdacht auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation raus. Ah ja, und natürlich Anstiftung zur Körperverletzung an eine Polizistin. Ich habe Ihnen geholfen. Bullshit. Sie wollten mich ködern. Sie wollten, dass ich meinem edlen Retter die Ermittlungsergebnisse verrate, damit Sie wissen, wie nah wir schon an Ihren Hacken dran sind. Ich wusste den Lehrer. Ja, ich bin Geschäftsmann. Sie haben einen Schlägertrupp und einen Killer, der für Sie arbeitet. Wirklich? Das habe ich. Wo ist der Kerl mit der Glatze? Mit der Vorliebe für Kabel? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Alles, was Sie mir nachweisen können, ist, dass zwei meiner Security-Mitarbeiter Arschlocher sind. Mach nur so weiter! Das ist genau der Punkt, wo wir beim FBI auch die größten Wichser dran gekriegt haben. Der Moment, wo ihr euch sicher fühlt, ist der Moment, wo ihr den ersten Fehler macht. Morgen früh wieder draußen, oder? Ja. Aber der macht einen Fehler, weil diese Leute immer einen Fehler machen. Hast du ja eben schon gut erklärt. Ja, ich war eben wütend. Du warst eifersüchtig. Ich hab fast noch erwischt, aber ich hab ein Stück von seiner Karre und morgen weiß ich, wo das Teil hergekommen ist. Und dann, falls er was geklaut hat, muss ich mir sagen, ne? Das ist dein Haus. Ja. Der Hund hat vorhin gar nicht angeschlagen. Stimmt. Bei mir hat er. Hat der Mann was gesagt? Das war gar kein Einbrecher. Der Hund kannte den. 82. Das ist ein Goldkettchen. Ja. Doch, das war ein Einbrecher. Haben Sie gemacht, das beruflich. Sehr erfolgreich, übrigens. Aber er wollte nichts klauen, also. Er ist ein sehr wichtiger Informant für mich seit vielen Jahren. Und liebt es einfach, nicht zu klingeln. Sitzt dann einfach auf dem Sofa und findet das, naja, witzig. Und er ist ungefährlich. Ach, der haben Sie, der kommt öfter hierher, ja? Wenn ich nicht zu Hause bin, oder was? Heiko, bitte. Ja, ebenfalls. Ist doch gut, dass ich eifersüchtig war. Was ist denn das überhaupt für ein Name? Hamsi? Lebanon. Okay, und was wollte Hamsi hier? Gesagt, dass wir uns raushalten sollen. Aus der Sache in der Potsdamer. Sonst sind wir dran. Eine Warnung? Das war alles? Ja, also für mich hörte sich das an wie eine verfickte Drohung. Muss zum Bach bleiben für 100. Achtung!
Was haben Sie denn erwartet? Ja, eigentlich genau das. Aber wir kriegen ihn. Und mir ist scheißegal, was Sie hier vertuschen wollen. Sie müssen zugeben, dass Ihre Frau ein ziemliches Autoritätsproblem hat. Allein 12 Dienstaufsichtsbeschwerden in den letzten... Hallo, ich stehe vor Ihnen. Wie genau lautet denn die Warnung, die Sie erhalten haben? Wir wissen, dass die Immobilienfirma jemand auf die Füße getreten ist und dass es in den nächsten Tagen zu einer Eskalation kommen wird. Es war ein Zettel an der zweiten Leiche. Der Wortlaut war in etwa, wir sollen uns fernhalten, damit die Sache intern geregelt wird. Und genau das werden wir tun. Das werden wir nicht tun. Kripo, wo ist sie? Wer? Gestern Nacht ist hier nach einer Schießerei eine Prostituierte eingeliefert worden. Künstlername Dolores. Ah. Schnucki, was passiert? Drei Kerle. Einer mit einem Baseballschläger. War obenrum völlig kahl. Ist wohl der, den du suchst. Und dann? Hat mich jemand gerettet. Wer? Wenn du ihn findest, dann gib ihm einen Kuss von mir. Scheiße. Nein, 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 keine Sorge. Es bleibt dabei. Wir reden wie vernünftige Leute. Auch wir werden unbewaffnet kommen. Was denken Sie denn? Gut, in Dänemark schießen wir nicht. Wir zahlen. Und zwar gut. Bis morgen. Tachin, letzte Nacht hat unser haarloser Killer probiert, Dolores umzubringen. Aber sie lebt. Jemand hat sie gerettet. Leider weiß ich nicht mehr wer. Blackout. Es geht also weiter. Die Dänen machen Frühjahrsputz. Ich glaube, es wird noch ein Treffen geben, bevor geschossen wird. Das ist der übliche Weg. Wer dem anderen das Geschäft versaut, muss zahlen. Es geht also um das Drogengeschäft. Dafür sind die Rocker zuständig. Ja, aber nicht nur. Wenn die Dänen ihre neuen Feinde treffen, und wir schnappen sie dabei, zwei Fliegen, eine Klappe. Ende. Unterwegs, der Herr Geschäftsmann. Bringt ihm auch nichts. Kevin ist auf Standby. Sag mal, der will mich verarschen, der Typ. Fahr weiter! Kevin, hey. Chef, es geht los. Sie fahren jetzt vor. Wo bist du genau? Gentina Straße Nummer 4, gegenüber von dem Möbelladen, der jetzt pleite ist. Der Däne steigt jetzt aus und geht zum Haus. Ach du Scheiße, der Glatzkopf ist auch dabei. Alles klar, wir sind schon in der Nähe. Killer kommt wieder raus. Moment, da kommt noch jemand. Das könnte dein Hamsi sein. Doch, 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 das ist er. Und er kennt den Killer. Fuck!
Fuck! Scheiße, ich muss Schluss machen. Bleib stehen! Polizei. Oh ja. Oh, baby. Ja. Waffe runter. Bullshit. Ich bin auf eurer Seite, okay? Und sorge dafür, dass ihr nicht drauf geht. So, nach hinten, komm. Okay. Steht, wo sie steht. Euer Drogenkonten gehen einfach woanders hin und kommen. Ja, aber es geht auch um unseren Ruf. Und um unser Gebiet. Und um das Vertrauen, das die Kunden in uns setzen. Wie würden Sie das Problem in Zahlen ausdrücken? Sind ja mehr so. Ja, so ideelle Werte. Da kann man nicht bezahlen. Krieg wollen wir beide nicht. Ja. Wir finden eine Lösung. Du bist tot. Hier, da ist es. Komm weiter. Warte, Kleber anlassen, sagt Post. Wart hier. Post? Haben Sie, ja? Na, ist ja schön, dass man sich mal kennenlernt, wo Sie ja bei uns zu Hause quasi Dauergäste auf dem Sofa sind. Ist der Mann bescheuert? Mann, was hast du mit Vidas Killer zu tun? Nichts habe ich mit ihm zu tun. Ein, zwei Mal Shisha rauchen war ich mit dem, so ein Glatzkopf, so ein großer. Der ist übelst gefährlich. Und er sagte zu mir, ich soll gehen. Und das sage ich dir jetzt auch, also. Wie viele, welche Bewaffnung? Zu viele. Bitte, okay? Ruf die Polizei, ja? Wenn die Polizei ihren Job machen würde, wäre ich nicht hier. Die Frau Springer, meine Assistentin, die ist sehr sensibel. Und ich verbiete ihn, sie noch mal zu erschrecken. Haben wir uns da verstanden? Also nur, damit du das vorher weißt. Dein Gesicht lassen wir in Ruhe, damit man dich hinterher noch erkennt. Ich hoffe, du bist nicht sauer, dass wir deine Nummer kopieren. So mit Kadaver so runterbaumeln lassen. Das kommt ganz geil. Aber was wir nicht machen, ist Unschuldige damit reinziehen. Das gehört sich nicht, sagt mein Papa. Wir haben einen Bewährungsverstoß. Kennziffer 739. Okay, was jetzt? Es gibt noch einen Zugang über die Derflinger Straße. Du war das hier. Oh ja.
Mein Vater hat so viel Geld und so viele Leute zu kaufen. Dein Vater ist nicht so blöd wie du. Dein Vater wird verstehen, dass das hier das Ende seiner Welt ist. Das ist genau, was wir wollen. Polizei, niemand bewegt sich. Wenn man mich belügt und verarscht, werde ich echt pissig. Ihr seid verhaftet. Wohl eher nicht. Enrico, was machst du für eine Scheiße hier? Sag du mir das, Yvonnechen. Okay. Er nimmt jetzt sofort die Waffe vom Kopf meiner Frau runter. Sag ihm das. Jetzt! Ah, das ist aber hier ein Unentschieden. Hm? Was machen wir denn jetzt? Du rufst jetzt Onkel Mike an und der klärt das hier. Mann, dein lieber Patenonkel, der ist auf Rente. Du hast einen Patenonkel? Ja, das ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Sag mal, traust du dir das zu? Abdrücken? Ich war beim FBI. Was kostet es mich, damit dieser Unsinn aufhört? Deine Eier! Schnauze jetzt! Schluss jetzt! Die Feier ist jetzt zu Ende. Jeder packt jetzt sofort seine Eisen zusammen. Mein Onkel Mike. Waffe runter! Und das alles hinter meinem Rücken. Fetter Fehler, mein Junge. Fetter Fehler, mein Junge. Ich als Psychologe rate Ihnen jetzt, nichts zu überstürzen. Ihre Kommunikation ist gerade auf einem ganz schlechten Level. Hätte ich da raus. Aber wieso, was haben Sie denn zu verlieren? Hinterher abknallen können Sie sich doch immer noch. Ich gehe jetzt. Und halt den Mund! Junge, ich habe immer gedacht, du bist eine Enttäuschung. Aber es ist ja gar nicht so. Echt? Du bist eine riesengroße Scheißenttäuschung! Ja, was willst du jetzt machen? Willst du mich abknallen? Papi des Jahres! Entschuldigung, wenn ich noch mal ganz kurz unterbrechen darf. Also, falls es Sie interessiert, Bindungsstörung lautet hier das Zauberwort. Ich denke, dass ein Mangel an körperlicher Zuwendung bei Ihnen, Enrico, in der frühkindlichen Entwicklung dazu geführt hat, dass Sie diese Problematik ausgebildet haben. Aber Sie können das ändern. Dazu ist es noch nicht zu spät. Geben Sie Ihren inneren Impuls nach und setzen Sie körperlich um, was das Kindheits-Ich Ihres Sohnes sich ersehnt. Wusstest du, dass das MEK kommt, um Onkel Mike abzuholen? Ja, klar. Der trägt eine Fußfessel und der Alarm war ausgelöst. Ich muss nur Zeit gewinnen. Dachtest du, ich therapiere die beiden?
some more dream. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm lonely, blue as can be. Kannst du doch nicht, wa?